ho, meine Lieben. Heute mal wieder ein nach der Arbeit Küchentopf-Video. Ja, erstens, kein Bock noch mal rauszugehen heute. Zweitens, mir macht es hierherin Spaß. Und drittens, ist es ja in Zeiten von Corona und Ausgangssperren vielleicht eine sinnvolle Möglichkeit, trotzdem zu topfen. Ich war gestern noch kurz beim Shoppen, habe ein bisschen was eingekauft, einfach mal frei Schnauze und schüttel mir was aus dem Ärmel raus. Und was machen wir? Wir machen einen Champignon geschnetzelten Topf. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Schatz? Hallo? Ja, mit Kohl. Ein bisschen Kohl mit rein, ein paar Zwiebeln, Möhren und... Ach komm, Leute, gehen wir rüber, schauen wir uns einfach mal die Zutaten an und dann können wir auch schon loslegen. Da haben wir schon unsere Zutaten, ca. 1 Kilo Schnitzel sind es, die werde ich gleich kleinschnetzeln und dann kommen die in den Topf mit dem Butterschmalz und werden erstmal schön angebraten. Creme fraiche, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, ein Gemüse vor, noch eine Pulle Weißwein, da hinten haben wir noch ein paar Möhren, paar Zwiebeln, den Weißkohl, bisschen Petersilie, ein Bacon, Knoblauch, ein bisschen an Kümmel gemahlen, ja, und Champignons. Leute, dann würde ich mal sagen, fange ich mal zum Schnibbeln an. Vielleicht zeige ich euch dann noch, nein, machen wir gleich, die Mengen, wie viel Möhren nehmen wir. So, das reicht an Möhren. Und von den Zwiebeln 3 Stück und fertig. Das reicht. Ja, Leute, ich fange an zum Schnibbeln, zum Schälen und dann sehen wir uns sowieso schon gleich drüben zum Anbraten. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mein Butterschmalz fängt zum Qualmen an. Einmal eben ordentlich anbraten und dann kommt es eh gleich wieder aus dem Topf raus. So Leute, bevor uns das jetzt alles noch anbrennt, ein bisschen Farbe haben wir ranbekommen. Das reicht mir soweit. Tun wir unser Fleisch hier gleich raus. Im Fleischsaft übrigens, was ich gebildet habe, habe ich vorher abgeschöpft. Sonst wäre da mit der Bräune gar nichts mehr gegangen. Ein bisschen haben wir ja, das reicht vollkommen und gleich geht's weiter. So, bei der restlichen Flüssigkeit, die noch drin ist, belassen wir das. Schaut mal hier wieder ein und dann schmeißen wir unsere Champignons rein und schmoren die auch einmal schön an. Das ist jetzt eine Größe, wo ich sage, passt. Die Champignons reichen uns auch schon wieder, soweit wie die, ja, zusammengeschnoppelt sind. Raus damit, zu dem Fleisch dazu. Brauchen wir nochmal eine ordentliche Portion Butterschmalz. Und hier können wir jetzt dann anfangen, unser Gemüse reinzutun. Mit dem Kohl, mit dem geschnibbelten. Also es war circa ein halber Kohlkopf. Fangen wir an. Wenn ein paar Zwiebeln dabei sind, ist auch schon egal. Das macht jetzt gar nichts. Dann lassen wir den gleich noch ein bisschen zusammenschnorpeln. Und dann kommen auch gleich die Möhren dazu. Das schnorpst jetzt schön zusammen. Und dann tun wir gleich was von den Tomatenmark mit rein. Im Hintergrund geht schon wieder Telefon.
So, das Tomatenmark natürlich mit schön unterrühren. Noch ein, zwei Minuten so schmurgeln lassen. Und dann kommt unsere, ja, unsere Möhren und unser Knoblauch mit rein. So, dann wollen wir mal den Rest noch mit reinwuchten. Das lassen wir noch jetzt noch einen kleinen Augenblick so vor sich hinschmurgeln. Ja, und dann fangen wir gleich einmal mit dem Wein an, mit den Würzen. Beziehungsweise machen wir nachher einfach weiter. Ich habe ja keinen festen Plan. Ihr wisst ja, aus dem Ärmel geschüttelt. Was wir hier jetzt gleich noch machen, wir tun wieder ein bisschen Mehl mit rein. Und jetzt müssen wir dann wirklich gleich mit der Flüssigkeit anfangen. Na, geh auf. Ja, man merkt schon doch, das Mehl bleibt von der Flüssigkeit nicht mehr so viel übrig. Dann tun wir hier erst einmal eine ordentliche Prise gemahlenen Kümmel mit hinzu. Einfach wächst den Kohl. Ordentliche Ladung Salz und etwas Pfeffer. Ich glaube, so sieht man es besser. So, das lassen wir mal jetzt noch so 2 bis 5 Minuten vor sich hinköcheln und dann kommen Fleisch und Pilze wieder rein. So, oderle? Ich habe übrigens noch ein bisschen Wasser hinzugekippt, weil es doch etwas sehr zäh war. Fleischbacon und der Fleischsaft, was mit dabei war. Vorsichtig unterrühren, einheben und dann können wir das Ganze jetzt einmal so für eine halbe, dreiviertel Stunde vor sich hinköcheln lassen und dann gucken wir einfach mal rein und probieren, was nachher noch rein kommt. Kurz vor Schluss ist Petersilie und das Creme Fraiche. So Leute, ja, sowas wie eine halbe Stunde später. Boah, ich sag's euch, riechen tut das mal richtig geil. Dann probiere ich doch mal, ob das Zeug halbwegs weich ist. Lecker. Wo ist der Kohl? Also die Möhrchen gehen schon. Und schön cremig. Sehr geil. Na, das Creme Fraiche halt besser als das letzte. Immer dieser Vorführeffekt. Dann noch die Petersilie. So, dann probieren wir nochmal Süßchen. Wenn das jetzt gut schmeckt, bin ich fertig. Lecker. Tja Leute, dann nehme ich mir hier gleich mal ein kleines Probiererle.
Und dann wird probiert. Na, dann wollen wir das mal probieren. Das Ganze. Gleich mal ein Pilz. Fleisch. Mhm. Also ich finde es lecker. Wer es noch ein bisschen deftiger mag, der kann ja mehr Salz, mehr Pfeffer reintun. Aber ich finde das lecker. Ja, Freestyle. Wieder mal was Leckeres geworden. Aber jetzt lassen wir Schatzi auch noch essen. Und dann hören wir uns noch das Fazit an. Und ja, ganz genau. Bis gleich. Hui, aufgegessen, vollgegessen. Leute, ich sag's euch, sehr, sehr lecker. Also das ganze Essen war wieder sehr stimmig, muss ich so sagen. Wie soll ich den Geschmack beschreiben? Er war schön rund, leicht, nicht übertrieben. Und es war wirklich lecker. Den Wein hat man auch rausgeschmeckt etwas. Also mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Und ich habe doch noch etwas nachgesalzen. Ja, aber wow, einfach nur wow. Schatz, was sagst du dazu? Schmeckt genial. Ja, und das Ganze habe ich nur so aus dem Ärmel geschüttelt. Geil, oder? Mhm. Also so langsam haut es schon mal hin. Tja, Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, auch wenn es wieder bloß ein Küchenvideo war. Aber es wurde getopft. Geil war's. Schmecken tut's. Wir haben morgen nochmal eine Ladung zum Essen. Und da freue ich mich schon drauf, weil wenn es nochmal am Tag durchgezogen ist, ist es mit Sicherheit noch besser. Tja, dann würde ich nächstes Mal sagen, oder fürs nächste Video sagen, wir lassen es wieder kesseln. Jawohl. Okay. Hasta la vista. Wir sehen uns. Bis bald. Tschaikowski.